Wir sind Horst und Hans. Und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Neighborhood Barbecue. Wir bereiten heute, was wolltest du sagen, Hans? Ja, wie ihr seht, machen wir ganz saisonal was mit Kürbis. Und zwar haben wir das schon mal bei TH Barbecue gesehen. Das wären sogenannte Kürbishörnchen. Und wie wir das machen, das seht ihr gleich. Was haben wir alles für geile Zutaten dafür, Horst? Ja, erstmal den tollen Speisekürbis. Dann haben wir Bacon in ausreichender Anzahl. Wir haben hier Hack, halb und halb, Hackfleisch. Dann haben wir ein bisschen Barbecue-Soße und den Rest darf der Hans sagen. Wir haben hier noch einen Beef Booster, der kommt hier gleich rein. Ein bisschen geräucherte Paprika und ein Bruschetta-Gewürz. Das schmeckt nämlich in Verbindung mit dem Beef Booster ziemlich gut, haben wir rausgefunden. Hm. Ja, und jetzt fangen wir erstmal mit dem Kürbis an und dann sehen wir uns gleich wieder. Wie versprochen geht es mit dem Kürbis los. Als erstes muss der Strunk ab, oben am Kopf. Horst, der schneidet jetzt. Das ist genau da. Dies meinst du, ja? Ja. Versuch das mal irgendwie so, dass das schick aussieht, wegzuschneiden. Das kann, ihr braucht ein scharfes Messer, das kann ein bisschen blöd werden. Die sind wirklich ein bisschen, ja, ihr seht es schon. Horst kämpft, aber hat er geil gemacht. Und von der anderen Seite, da ist auch so ein kleiner Strunk. Der kommt auch ab, da müsst ihr nicht ganz so viel nehmen. Perfekt. So. Jetzt wird der ganze Kürbis noch halbiert. Nehmt dafür ein großes, scharfes Messer. Yeah. Sehr schön. Und jetzt werden wir die ganzen Kerne und die ganzen Flusen, die da drin sind, erstmal mit einem Löffel rausholen. Hier ist das Kerngehäuse jetzt noch drin. Die Kerne und das ganze Zeug wird jetzt rausgeholt, einfach mit dem Löffel rein. Schön raus damit. Ist ein bisschen rutschig die Angelegenheit, aber es funktioniert. So, und Müll da rein. So, wir haben es fertig. So sehen sie jetzt aus. Das Gehäuse ist raus. Wir nehmen jetzt hier oben noch ein bisschen von der Wand weg. Hier haben wir es schon getan. Das haben wir geschafft. Jetzt schneiden wir uns die Hörnchen ungefähr so einen Zentimeter dick. Jetzt fängt es wieder an mit einem scharfen Messer, Leute. Ich muss aufstehen, tut mir leid. Das benötigt Kraft. So, eins. Zwei. Ist ein bisschen schwierig gerade zu schneiden. So wie sie jetzt sind, so bereiten wir die andere Hälfte auch vor. So sehen die Hörnchen jetzt aus. Die packen wir jetzt auf die Seite und dann bereitet Hans die Hackmasse vor. Ja, wir werden jetzt das Hack anrichten. Dafür kommt jetzt erstmal ein bisschen Beef Booster rein. Das sind so, das könnt ihr Pi mal Daumen machen. Ich habe jetzt hier so 2 bis 3 Esslöffel genommen. Und dann machen wir noch ein bisschen von der geräucherten Paprika da rein. Da würde ich nur einen Esslöffel nehmen, weil das sehr intensiv ist. Und ein bisschen Bruschetta-Gewürz. Und dann wird das alles schön durchgemengt hier. Dass das Hack an allen Seiten mit dem Gewürz in Berührung kommt. Das kann ruhig so 5 Minuten dauern. Und wenn die Masse fertig ist, holen wir euch wieder dazu. 2 von den Hörnchen liegen jetzt hier schon. Aus der Hackmasse werden jetzt ja, 2 so dünne Würstchen gemacht. Die packt ihr hier einfach auf einen der kleinen Monde drauf. So. Das muss nicht ein Stück sein, aber so, dass alles bedeckt ist. Und dann klappen wir einfach das Gegenstück und kleben die Jungs hier schön zusammen. Und als nächsten Schritt werden wir das alles schön mit Bacon umwickeln. Horst, vielen Dank.
gerne. Ja. Das Schöne ist, aus diesen Hörnchen, es ist ja kein Käse drin, wird nicht viel auslaufen. Ihr müsst also nicht so sehr sorgfältig sein. Aber wir werden das auf jeden Fall jetzt mit allen machen und dann sehen wir uns wieder. Das ist jetzt unsere Ausbeute. Der Grill ist vorgeheizt, da gehen wir jetzt rüber und dann sehen wir uns wieder. Der Grill ist vorgeheizt auf 200 Grad. Das Setup ist folgendermaßen. Wir haben links und rechts zwei Lagen Kohlen. Das heißt, ein ganzer AZK ist im Grill. In der Mitte ist eine Tropfschale. Und jetzt werden wir indirekt unsere ganzen Hörnchen hier in diesem Bereich verteilen. Und jetzt schließt sich der Deckel für ca. 45 Minuten. 45 Minuten sind um. Wir gucken jetzt mal rein, wie es aussieht. Jawohl! Sieht richtig vernünftig aus. Es duftet unheimlich gut. Wir werden jetzt glazen. Dafür nehmen wir hier unsere Barbecue-Soße. Achtet darauf, dass ihr euch den Grill nicht zu sehr versaut. Deswegen haben wir hier die Tropfschale unten drunter. Und dann alles schön mit einem Pinsel verstreichen. So. Das soll dann ungefähr so 10 bis 15 Minuten nochmal mitgegrillt werden. Und dann sehen wir uns drin zum Anschnitt wieder. Weitere 10 Minuten sind vergangen. Horst, öffne bitte den Deckel. Sesam, öffne dich! Oh, sehen die gut aus! Ja, wir werden die Teile jetzt reinbringen und dann sehen wir uns drin zum Anschnitt wieder. Ja, wie ihr seht, die Teile sind drin. Jetzt kommen wir zum Anschnitt. Wir schneiden hier einfach mal das Vordere an. Oh ja, es schneidet sich sehr, sehr weich. So sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Der Kürbis ist schön weich, das Hack ist durch, der Bacon ist kross. Und es duftet immer noch richtig, richtig gut. Perfekt. Es ist angerichtet. Neighborhood Barbecue wünscht einen guten Appetit. Kommen wir nun zum Resümee. Da ich das im Moment wirklich gar nicht genau weiß, wie ich das beschreiben soll, weil es einfach für mich super war, würde ich Hans bitten, das Resümee zu machen. Ja, also die Hörnchen waren wirklich spitzenmäßig. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass der Kürbis, der war schön weich, das Hack war noch schön saftig und dank dem 200 Grad im Grill ist der Bacon natürlich richtig schön knusprig geworden. Und mit der Barbecue-Soße oben drüber war es für mich eine super runde Sache. Auch das Bruschetta-Gewürz mit dem Beef Booster zusammen ist eine geile Nummer, muss man wirklich sagen. Definitiv, ja. Und das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen und ja. Also ich habe dem nichts hinzuzufügen, außer dass es ein richtig tolles Rezept war. Und jetzt ist Kürbiszeit. Leute, macht es nach. Kein großer Aufwand, aber ein super, super Geschmack. Und ich bin froh, dass wir das gemacht haben und versucht haben. Und jetzt kommt der übliche Satz. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Oder noch besser, abonniert unseren Kanal.